dem Zweiten Weltkrieg überzog Europa und die Welt mit Terror und Tod. Das Ausmaß seiner Verbrechen macht es beinahe unmöglich, sich Hitler als Teil einer Familie vorzustellen. Er selbst hatte seine Herkunft verleugnet, wollte niemandes Sohn sein. Und doch, auch Adolf Hitler hatte Verwandte, deren Schicksale eng verknüpft waren mit seinem Aufstieg und Untergang. Nur drei Generationen trugen den Familiennamen Hitler. Adolf Hitlers Vater wurde als Alois Schickelgruber geboren. Erst 1878 nimmt Alois Schickelgruber den Namen Hitler an. Der 39-jährige Zollbeamte geht zum Pfarrer und behauptet, der verstorbene Bauer Georg Hitler sei sein Vater gewesen. Er lässt seinen Nachnamen im Taufbuch ändern. Dabei verschärft er die Aussprache und ändert die Schreibweise. Aus Hitler wird Hitler. Wie alle seine Vorfahren stammt Alois Schickelgruber aus dem Waldviertel, einer armen Region im Nordosten Österreichs. Hitlers Vater Alois ist der uneheliche Sohn von Anna Maria Schickelgruber, die als Dienstmagd an verschiedenen kleinen Höfen Anstellung fand. Ihre letzten Jahre verbrachte sie bei ihrer Schwester, deren Nachkommen noch heute von der Landwirtschaft leben. Nach dem Anschluss haben wir das erfahren. Und da ist dann die Tafel aufgekommen. Da ist drauf gestanden, hier in diesem Hause verbrachte die Großmutter des Führers, Anna Maria Schickelgruber, ihren Lebensabend. So ist drauf gestanden. Und da sind halt ab und zu einmal von Deutschland höhere Politiker oder höhere Interessenten des Regimes sind halt gekommen und haben geschaut, wo ist die Großmutter gestorben. Und die ist in unserem Haus, hat seinen Lebensabend verbracht und ist in Töllersheim begraben. Suchen schon so lang das Grab, es kann es keiner sagen genau wo. Ich weiß schon ungefähr, aber für 20 Gräber kann ich nicht sagen, das ist. Die Großmutter Hitlers war arm. Ihren unehelichen Sohn Alois kann sie nicht selbst aufziehen. Sie gibt ihn zum Bauern Hitler in Pflege. Dort wächst der Vater Adolf Hitlers wie ein Sohn der Familie auf. Nach Volksschule und Schusterlehre bekommt er eine Stelle im Zolldienst. Hitlers Vater wird ein pedantischer K&K-Beamter, der es bis zum Zolloberoffizial bringt und in dieser Position sogar mehr verdient als ein Schuldirektor. Ein Junge aus der Nachbarschaft erinnert sich an die täglichen Rituale nach Feierabend. Anschließend ist er dann ins Wirtshaus gegangen, zum Wiesinger, und dort hat er sein Viertel Wein und seine Würstel in Saft oder mit Creme genossen und ist dann heimgegangen. Der Zollbeamte hat eine Vorliebe für junge Frauen, heiratet dreimal. Seine beiden ersten Ehefrauen sterben früh. Die dritte, Clara, ist eine Nichte aus dem Waldviertel, die er als Dienstmagd zu sich geholt hatte. Diese Clara, Hitlergeborene Pölzel, war eben Hitlers außerordentlich geliebte Mutter, die auch, was alle Augenzeugen der Zeit bestätigen, eine außerordentlich nette und saubere und gut erzogene Frau gewesen ist. Im Haushalt vom Zollbeamten Alois Hitler wohnen auch Sohn und Tochter aus der zweiten Ehe. Gegenüber Frau und Kindern ist er roh und oft gewalttätig. 1889 leben die Hitlers in Braunau an der deutsch-österreichischen Grenze. Im April erwartet Clara Hitler ihr viertes Kind. Die drei ersten waren schon bei der Geburt oder früh verstorben. Halbbruder Alois ist 7 Jahre alt. Halbschwester Angela ist 6, als am 20. April 1889 Adolf Hitler geboren wird. Seine Mutter liebt ihn abgöttisch, aber mit dem herrschsüchtigen Vater gibt es schon früh Konflikte. Er war in Pension, hochgeachtet, hat eine gute Rente bekommen und hat natürlich seine Tage auch zum Großteil im Gasthaus verbracht. Und wenn er nach Hause gekommen ist, im Rausch, hat er
vor allem die Buben ja sehr geprügelt. Deshalb ist ja der Halbbruder vom Hitler eben Alois ja auch so früh aus dem Haus gegangen. Alois Hitler will eigene Wege gehen. Mit 14 Jahren verlässt er die Familie und schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch. Er begeht ein paar Diebstähle. Die Polizei sucht ihn und er flüchtet aus Österreich. Alois vagabundiert durch Europa. Er arbeitet als Kellner und Portier in Paris, London und Dublin. Der Kontakt zur Familie reißt ab. In Dublin heiratet er die 19-jährige Bridget Dowling, die er aber kurz nach der Geburt des Sohnes William Patrick wieder verlässt. 7 Jahre nach Adolf Hitler wird die Schwester Paula geboren. Die Eltern und die 3 Kinder leben mittlerweile in Leonding bei Linz. Oft besucht die Familie Verwandte im Waldviertel, die Schwester von Mutter Clara, die Hanni-Tant, und Onkel Anton, den Lieblingsonkel von Adolf Hitler. Die politische Haltung Alois Hitlers und der Waldviertler Verwandten wird geprägt durch den Großbauern Ritter von Schönerer. Der Führer der deutschnationalen Bewegung residiert auf Gut Rosenau im Waldviertel. Er ist ein Gegner der Habsburger Monarchie, kämpft gegen den Vielvölkerstaat, hetzt gegen Juden. Er ist einer der geistigen Väter von Adolf Hitler. Schönerer ist beliebt, denn er unterstützt die armen Waldviertler Bauern, gründet Kindergärten, Schulen und über 200 Feuerwehren. Ein sozialer Wohltäter mit einfachen Parolen. Er weiß, sich zu inszenieren. Das Interessante ist, dass Hitler diesen Kult von Schönerer so verinnerlicht hat, dass er ja sehr viele ganz wichtige Punkte von ihm direkt übernommen hat. Dieses Heilwort, Heil unserem Führer, das war genau das, wie die Leute im Waldviertel den Schönerer begrüßt haben. Heil dem Führer. Der alte Hitler hat zu seiner Nebenbeschäftigung die Geschäfte des deutschnationalen Parteisekretärs in Leonding durchgeführt. Der pensionierte Zollbeamte Alois Hitler bricht 1903 im Wirtshaus tot zusammen. Hitlers Mutter stirbt 4 Jahre später erst 47-jährig an Krebs. Die Familie zerbricht. Die kleine Paula kommt zur älteren Schwester Angela. Zu ihren Brüdern Alois und dem 18-jährigen Adolf Hitler haben die Mädchen so gut wie keinen Kontakt. Adolf Hitler geht nach Wien und will Künstler werden. Er schwärmt heimlich von einem Mädchen aus Linz und schreibt ihr einen anonymen Brief. Unter anderem habe ich auch einen Brief eines Unbekannten bekommen, der mir erzählt hat, er geht jetzt auf die Akademie nach Wien, auf die Kunstakademie nach Wien, aber er wird nach Linz zurückkommen und dann wird er mich heiraten. Der Brief hat gar keinen Eindruck auf mich gemacht. Adolf Hitler ist gegenüber Frauen schüchtern und gehemmt. Bindungen geht er keiner ein. Die Kunstakademie nimmt ihn nicht auf. Er lebt als Einzelgänger ziellos vor sich hin. Finanziell geht es ihm schlecht. Aber er bewundert den Wiener Bürgermeister Lueger mit seinen antisemitischen Parolen und er liest täglich die Aushänge des Alldeutschen Tagblatts von Ritter von Schönerer. Eine Zeitung voll Rassenwahn und Germanenkult. Halbschwester Angela hingegen führt ein geordnetes Leben. Sie bleibt in Linz, heiratet den Steuerbeamten Leo Rauball und bringt 3 Kinder zur Welt. Außerdem wächst die Schwester Paula bei ihr auf. Doch nach dem frühen Tod ihres Mannes muss Angela ihre Kinder alleine großziehen. Sie zieht im Jahr 1910 von Linz nach Wien. Adolf Hitler ist sie hier nicht mehr begegnet. Als Adolf Hitler volljährig wird, wird ihm eine kleine Erbschaft des Vaters ausgezahlt. Hitler verlässt sein Geburtsland und geht in das von ihm verklärte Deutschland, nach München. So entkommt er auch dem österreichischen Militärdienst. Er lehnt es ab, in der Armee des Vielvölkerstaates zu dienen. Er lebt weiter in den Tag hinein. Der 21-Jährige hat immer noch keinen Beruf. 1914. Der Erste Weltkrieg bricht aus. Halbbruder Alois Hitler lebt in Hamburg. Wegen eines Sehfehlers muss er nicht zum Militär. Halbschwester Angela Rauball zieht in Wien ihre 3 Kinder groß.
Schwester Paula, lebt in Wien und arbeitet als Stenotypistin bei einer Versicherung. Adolf Hitler meldet sich freiwillig bei der deutschen Armee. In Österreich lässt er sich nicht mehr blicken, aber als Heimatadresse gibt er das Waldviertel an. Der Krieg geht verloren. Die politische Karriere des Adolf Hitler beginnt. Er spricht erst in den Bierhallen, dann vor tausenden Menschen, wird zum gefragten Redner. Seine Geschwister hören und lesen Anfang der 20er Jahre von ihren Verwandten in München. Alois Junior, Angela und Paula werden zu Parteiversammlungen geladen. So begegnet sich die Familie Hitler nach Jahren auf einem Parteitag wieder. Adolf Hitler selbst bleibt distanziert. Der Putschversuch der Nationalsozialisten 1923 in München kostet 3 Polizisten und 14 Anhängern Hitlers das Leben. Er wird zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Halbschwester Angela besucht ihn und bringt auch ihre Kinder mit. Adolf Hitler schreibt sein Buch Mein Kampf, verschleiert seine eigene Herkunft und definiert eine nationalsozialistische Idealfamilie, eine mythisierte Gemeinschaft von Eltern und Kindern, geprägt von der Hingabe für den rassenreinen und gesunden deutschen Volkskörper. Aus der Haft vorzeitig entlassen, geht es politisch wieder aufwärts. Die Partei kauft ihm das Haus Wachenfeld auf dem Obersalzberg. Der Kommerzienrat Winter, dem das Wachenfeld gehörte, da war unser Nachbar, der hat es im Winter immer versorgt, weil das ja nur eine Sommerresidenz war. Und dann hat er gesagt, heute kommen die wieder, heute kommt die Frau Dr. Kommerzienrat und die will das Haus jetzt verkaufen an eine Partei, NSDAP heißt die. Und dann brauche ich das Haus nicht mehr betreuen. Für die Verwaltung des Hauses sucht Hitler eine Vertraute. Bewirtschaftet hat es die Stiefschwester von Hitler, eine gewisse Frau Raubal. Die hat auch die ganzen Umbauarbeiten erledigt. Und das war eine ganz resolute Person. Er braucht doch, trotz aller Antipathie gegen seine Familie, braucht er doch eine Vertrauensperson. Und er wusste, dass Angela eben diese 3 Kinder hat und eine Witwe ist und unbedingt auch Geld braucht. Und er wusste, dass sie ihm ewig dankbar sein wird und dass sie stolz auf ihn ist und dass sie loyal sein wird. Das wusste er aus seiner Kindheit. Das war kein Mensch, den wir gern hatten mögen. Das war ein Ich-Mensch und resolut und die hat keiner mögen. Auf dem Berghof am Obersalzberg kommt die Familie Hitler wieder zusammen. Paula besucht jetzt häufig den immer berühmter werdenden Bruder und auch Angela Raubals Tochter Geli zieht auf dem Berghof ein. Adolf Hitler empfindet eine ganz besondere Nähe zu seiner Nichte. Nachdem Clara Hitler gestorben ist, was Hitler ja fürchterlich getroffen hat, und sie beim Begräbnis waren, ist Geli geboren worden. Also praktisch unmittelbar, als seine geliebte Mutter gestorben ist und begraben war, wurde die kleine Geli geboren. Erst mit 15 Jahren lernt Geli Raubal Adolf Hitler kennen. Sie nennt ihn Onkel Alf. Wenn er eine Frau wie die Geli wirklich geliebt hat, dann war er sehr obsessiv. Also sie musste für ihn da sein. Und er war eifersüchtig. Denn er konnte, er wollte, es gab keine wirklichen sexuellen Beziehungen. Adolf Hitler holt wie sein Vater seine Nichte zu sich ins Haus. 3 Jahre wohnt er mit Geli Raubal in München zusammen. Er beherrscht sie, regelt alles, ist eifersüchtig. 1931 erschießt sich die 23-Jährige mit seiner Pistole. Ihre Flucht aus einer als ausweglos empfundenen Situation. Er blieb ein schüchterner Verehrer, der sich nie getraut hat. Und das war er auch bei Geli. Zu ihrer Beerdigung in Wien schickt Hitler rote Rosen. Er kann persönlich nicht kommen, da er nicht nach Österreich einreisen darf. Geli bleibt seine große Liebe, deren Zimmer ihr jahrelang unverändert lässt. Ein Leben lang glaubt Hitlers Schwester Angela an einen Unfall ihrer Tochter. Auf
dem Berghof tritt eine neue Frau an die Stelle von Geli Raubal, Eva Braun. 14 Jahre wird sie die Frau an seiner Seite sein und ein Schattenleben führen. Ganz am Ende wird sie für kurze Zeit die Ehefrau Hitlers werden. Sie ist noch sehr jung, als sie ihn kennenlernt. Hitler hätte ihr Vater sein können. Sie war gar nicht so wie vielleicht eine arrogante Vorgesetzte, sondern immer liebenswürdig. Sie hat auch nie zu mir gesagt. Anna Pleim wurde von der Hauswirtschafterin eingewiesen. Ich kam hin zum Berghof und sie sagte, ich sag das gleich in guten Bayerisch, weil wir haben ja sehr Mundart gesprochen da oben auch. Also ich sag das gleich, da ist das Zimmer vom Hitler und da ist die Eva Braun. Und nachdem du eh hell bist, wirst du wissen, wie die Beziehung zu Hitler und Eva Braun ist. Und das eine sage ich dir, was du hier siehst und was in deiner Umgebung passiert, das darfst du niemandem sagen, das auch nicht schreiben. Die Eva Braun gibt es nicht. Ja, dann interessiert ja die Menschen immer, wie war das? Wie hat Eva Braun geschlafen und wie war der Hitler und so weiter? Und da hat es ein Schlafzimmer von Eva Braun gegeben und dann war ein Durchgang zum Schlafzimmer Hitlers. Also sie konnten zusammen gehen, ohne dass von außen irgendjemand das beobachtet hätte. Und somit bleibt die Frage auch immer offen, wie weit sich diese Entwicklung gestaltet oder wie weit sie gestaltet war. Und er brauchte auch ein Alibi vor seiner engsten Umgebung zu einem gewissen Zeitpunkt, weil man ihm ja, wenn ein Mann sich nicht um Frauen kümmert, dann kommt ja dann gleich der Verdacht auf, dass er schwul ist. Und schwul war er eben auch nicht. Und dann ist es immer noch besser, dass seine eigenen Leute beruhigt sind. Näher scheint Hitler nicht möglich. Er bleibt auch privat der unnahbare Führer. Eva Braun unternimmt 2 Selbstmordversuche und dennoch vergöttert sie ihn. Wenn es vom Führer gesprochen hat, da haben halt ihre Augen geleuchtet und seine und die Augen des Führers, das waren immer von allen Leuten das Faszinierende. Auch wenn die Augen Hitlers eine Faszination gehabt haben sollen, der Alltag von Eva Braun hatte nichts Faszinierendes. Ich glaube, es war schon für sie so ein goldener Käfig, schon. Weil sie hat größten Wert darauf gelegt, dass immer jemand bei ihr ist. 1933, die NSDAP übernimmt die Macht. Halbbruder Alois heiratet heimlich eine zweite Frau, begeht Bigamie. Angela Raubal arbeitet weiter auf dem Berghof. Schwester Paula bleibt ohne Anstellung in Wien. Adolf Hitler wird Reichskanzler. Die Propaganda stilisiert ihn zum familienlosen Wesen, ohne Ehefrau und ohne Verwandte. Zum Nazi-Führerkult gehört kein Anhang. Der Obersalzberg wird zum Wallfahrtsort. Ja, es sind natürlich viele Gäste gekommen. Diese Reisegesellschaften, Kraft durch Freude, die sind dann gekommen und sind alle auf den Obersalzberg gewandert, um den Führer zu sehen. Er war ja auch nicht immer da, aber wenn er da war, war es Massenandrang. Und die Leute, die waren zum großen Teil hysterisch. Die haben Steine aufgehoben, wo der Hitler gelaufen ist. Die haben vom Garten Holzstückchen runtergeschnitten mit dem Taschenmesser, weil sich da der Hitler mit die Hände angehoben hat. Und das war halt so. Adolf Hitler wird von seinen Verwandten bewundert, aber die Zuneigung bleibt einseitig. Hitler lässt kaum Kontakt zu. Lediglich seine Schwester Angela bleibt bis 1936 auf dem Obersalzberg in seiner Nähe. Und dann hat sich der Hitler auch mit ihr verzankt, weil sie sehr, wie soll ich sagen, über alles gehändelt hat und übergegriffen hat und alles, und das wollte er dann nicht mehr. Dann ist sie nach Dresden und hat einen Professor geheiratet. Angela.
Angela Raubal wird die Ehefrau des Architekten Martin Hamitsch, eines treuen Anhängers der NSDAP. Hitlers jüngere Schwester Paula lebt in Wien. Sie verehrt ihren Bruder, der sie über die Grenze hinweg unterstützt. Als Hitler dann etwas wurde, hat er doch seiner Schwester nahegelegt, dass sie nicht mehr arbeiten solle und hat ihr eine sogenannte, also praktisch eine Apanage bezahlt, damit sie nicht arbeiten konnte. Sie hat unter immer noch bescheidenen Verhältnissen in Wien in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt, hat sich aber wohlgefühlt. Das war eine sehr liebe, gütige Frau. Die ist bei uns auch oft einmal vorbeigegangen, wie sie noch zum Hitler auf Besuch war. Die hat auch niemand was im Weg gelegt. Das war eine einfache, nette Frau. Nach dem Krieg vertraute sich Paula Hitler ihrem Hausarzt an. Ich habe sie erstmal kennengelernt und mich dann lange, längere Zeit am Anfang mit ihr unterhalten, um überhaupt das Ganze, den ganzen Krankheits- und Lebenswerdegang von ihr zu erfahren. Dabei hat sie mir erzählt, dass sie seit 1936 ihren Namen ändern musste auf Geheiß von Adolf. Sie durfte sich nur noch Frau Wolf nennen. Und dann hat sie eine Zeit lang in Niederösterreich gelebt. Da hat ihr der Adolf auch irgendwie an zu Hause ein Haus oder irgendeine Wohnung zugewiesen, wo sie die ganzen Jahre verbracht hatte. Gell? Hitler drängt seiner Schwester seinen Decknamen aus dem Ersten Weltkrieg als Nachnamen auf. Sie heißt ab jetzt Paula Wolf. Naja, sie erzählte mir, dass sie bis 36, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, oben in Obersalzberg war und den Adolf ja betreut hatte, bis dann die Freundin oder Geliebte des Adolfs da hinaufkam, gell, und sie dann gehen musste, mehr oder weniger, was ihr sehr weh getan hat, weil sie gerne oben gewesen ist und ihren Bruder versorgt hatte, gell. Persönliche Begegnungen gibt es kaum. Hitler schickt seine Boten. Ich bin hingefahren, sie wussten natürlich, dass jemand kommt, denn als ich hinkam, war ja schon Keks und Tee im Tisch und so weiter, also war informiert. Aber ich konnte ja nicht viel sagen, ich war ganz jung dort im Bereich. Naja, war schon vor halbe Stunde da, nicht? Und dann sie war recht nett, freundlich, nicht? Die Angela, die war so mehr mütterlich zurück, aber die Paula war eine sehr rechtfertige Frau. Sie hat immer sehr, sehr gut und lieb von ihrem älteren Bruder Adolf gesprochen. Die hat sie ja auch entsprechend betreut, ob das jetzt finanziell war und so weiter und so weiter. Er hat sich um sie gekümmert, hat sie wahrscheinlich wenig selbst nur noch gesehen. Zum Geburtstag hat er immer ein paar Grüße geschickt. Aber sie hat ihn verehrt im Prinzip noch als ihren großen Bruder. 1934 sind in Österreich die Aktivitäten der Nationalsozialisten verboten. Ihre Symbole und ihre Uniformen halten sie versteckt. Es kommt zu zahlreichen Verhaftungen. Im Waldviertel hat ein Cousin Adolf Hitlers ein kleines Waffenlager angelegt. Er wird beim Tragen einer SA-Uniform erwischt und muss ins Gefängnis. Es ist ein Sohn von Hitlers Lieblingsonkel Anton. 1938 marschiert die deutsche Wehrmacht in Österreich ein. Halbbruder Alois wohnt in Berlin und macht gute Geschäfte. Halbschwester Angela lebt mit ihrem zweiten Mann in Dresden und Paula allein als Frau Wolf in Wien. Adolf Hitler verkündet den Eintritt seiner Heimat in das Deutsche Reich. Hitler erfüllt, was sein Vorbild Ritter von Schönerau und die Alldeutschen gefordert hatten. Wir sind in die Schule gegangen am 13. März. Ja, und dann hat es geheißen so, Heil Hitler. Aus, geht's wieder heim und schreit's, Heil Hitler. Ja, und so ist, hat das angefangen und so sind wir heimgegangen. Ja, für uns war das, mein Gott, ich war 12 Jahre alt. 10 Jahre, das war für uns war das alles neu. Das war ganz eine neue Sache. Ja, und das hat dann die illegalen Nazi gegeben oder die Parteimitglieder, ja. Die sind ja alle in der Notsituation da dazugekommen, das muss man heute dazu sagen, obwohl ich das nicht hören will, aber das war eben so, weil vor 38 war es einfach schlecht, die Zeit mit den Arbeitslosen und mit allem drum und dran, es war eine schlechte Zeit, die 30er Jahre. Nicht? Haben da kein Nest gehabt, keine Arbeit nicht gehabt? Bis 38, gar nichts. Ab 38 ist natürlich dann ist
vorwärts gegangen. Aufgegangen, ne? Das ist klar. Der Hitler ist einmarschiert und die Leute haben gejubelt und es war ein sehr heißer Tag und obwohl es März war, das Militär hat geschwitzt und also es war eigentlich der ganze Einmarsch auch ein Erlebnis, wirklich ein großes Erlebnis. In vielen Orten der Ostmark sind die Menschen stolz auf die familiären Wurzeln des Führers. Die NSDAP-Ortsgruppe Linz übernimmt die Grabgebühren für Hitlers Eltern. Adolf Hitler legt einen Kranz nieder. Die Volksschule im oberösterreichischen Fischelhamm erhält Besuch vom Führer, der aber nur von Eva Braun gefilmt wird. Der Zustand der Schule und die barfuß laufenden Kinder taugen nicht zur Propaganda. Im Waldviertel werden Häuser geschmückt, in denen Hitlers Großmutter gewohnt haben soll. Armut der Familie und Unehelichkeit des Vaters werden vertuscht. In Döllersheim wird ein Baumstamm mit den Namen der Vorfahren als Hitler-Eiche aufgestellt. Man konstruiert eine idealtypische Familie. Er war das letzte Mal im Jahr 1906 mit seiner Mutter im Waldviertel gewesen und er hatte sich nicht weiter mit den Verwandten da beschäftigt. Sie kannten ihn nicht, aber sie haben sicher angenommen, dass man mal etwas für sie tun wird. Aber Hitler hat erklärt, dass er für sich ist, dass er keinen Wert auf Verwandte legt. Meine Eltern und der Knecht und die Tieren, die haben heimgemacht an der Straßenrichtung Döllersheim. Und wir sind in die Schule gegangen und auf einmal hat der Oberlehrer Seibner zu mir gesagt, du gehst hier tun und sagst das dem Papa, wir werden entzählt. Die nächsten 6 oder 8 Wochen haben die ersten Ortschaften schon weg müssen. Da ist das Militär gekommen, das Zeug aufgeladen in die nächste Ortschaft, was halt nicht so eine Entzählung war. Und dort ist das angelandet worden, da haben die einfach die Zimmer zur Bereitstellung geben müssen und die sind dort vorübergehend einquartiert worden. Im Sommer 1938 werden Dörfer zerstört, das Gebiet um Allensteig im Waldviertel in einen Truppenübungsplatz verwandelt. Die Kirche, in der Alois Schickelgruber den Namen Hitler eintragen ließ, verfällt. Das zeigt natürlich auch seine völlige Kälte gegenüber den Verwandten, auch gegenüber seiner Geschichte im Waldviertel. Er wollte eigentlich von diesen armen Leuten im Waldviertel wenig hören. Unser Vater war auch ein Mitglied der NSDAP. Also es war, wie man sagt, das war trotzdem mal so. Ne? Und naja, er war natürlich nachher auch, er hat nicht sagen können, das passt mir jetzt nicht. Ne? Also das hätte er mal nicht zu ihm passt. Ne? Das haben sie schon mitnehmen müssen. Dass der Abschied in Klamotten oder in Döllersheim nicht einfach war für niemand. Ich kann mich da noch gut erinnern auf den Abschied wie die Kirchen, der letzte Gottesdienst war. Da sind die Leute auf die Knie, die Öden, außer und haben gefleht. Die Waldviertler Verwandten bleiben trotzdem Anhänger Adolf Hitlers. Alois Hitler ist nur kurz Mitglied der NSDAP. Auf Wunsch Adolf Hitlers tritt er aus. Der Name soll ihm keine Vorteile bringen. Der Bruder bleibt der Gesinnung treu. Seinen zweiten Sohn schickt er auf eine nationalpolitische Erziehungsanstalt. Er lässt sich in Berlin nieder und arbeitet zunächst als Kellner im Weinhaus Huth. Sein Name macht ihn aber so bekannt, dass er mit Hilfe von Gönnern ein eigenes Lokal aufmachen kann. Adolf Hitler lässt sich dort nicht sehen, aber bei SA und SS wird es eine beliebte Gaststätte. Ich wusste, dass in Berlin es einen Alois Hitler gab, der eine Kneipe am Wittenbergplatz hatte. Und wir wussten, alle Freunde von mir und ich, dass man vorsichtig sein musste und um Gottes Willen nicht darüber reden durfte und natürlich auch gar nicht hingehen durfte. Beim ersten Mal, damals sogar, habe ich sogar ein Glas Wein getrunken da, am Wittenbergplatz, Restaurant zum Alois. Alois Hitler macht in der Reichshauptstadt gute Geschäfte.
Viele der Gäste glauben irrigerweise, er stünde im engen Kontakt mit Adolf Hitler und erhoffen Vorteile. Der Name Hitler zahlt sich aus. Und dann passierte eines Tages Folgendes, dass ein Schiffeinkäufer von der Einkaufsreise aus England zurückkam und berichtete beim Vorstand, dass in England ein junger Mann wäre, etwa Anfang 20, der Hitler hieße. In London lebt der Sohn von Alois Hitler und Bridget Dowling, William Patrick Hitler. Er soll der Firma helfen. Und das Unternehmen Emil Köster AG und die FAKA gehörte vor 1933 Jakob Michael. Und der hat dann das Unternehmen verkauft an einen Amerikaner. Der neue amerikanische Besitzer ist ein Strohmann des ehemaligen Inhabers, dem als Jude die Enteignung drohte. Als dann dieser Einkäufer zurückkam und davon dem jungen Mann Hitler berichtete, kam jemand auf die Idee, der könnte vielleicht helfen, die Arisierung schneller genehmigt zu bekommen. Und infolgedessen wurde er wieder nach England geschickt, um den William Patrick Hitler nach Deutschland zu holen. Er machte also keinen außergewöhnlichen Eindruck irgendwie, aber nicht etwa, dass er mir irgendwie besonders sympathisch oder erfolgreich oder tüchtig erschien, sondern ganz normaler junger Mann und mit dem ich eben, wie gesagt, kaum reden konnte. Er war nicht sehr redselig, überhaupt nicht. Otto Schlepper soll sich um den jungen Mann kümmern. Er begleitet ihn in ein Tanzlokal. Da stellte sich heraus, er war interessiert an Geld, an Weibern und an Alkohol. William Patrick Hitler trifft sich ab und zu auch mit seinem Vater Alois, aber Adolf Hitler ignoriert ihn. Relativ kurze Zeit danach fielen den Nazis offensichtlich auf, dass William Patrick Hitler nicht unbedingt erfolgreich sein könnte für den größten lebenden Führer aller Zeiten, den Grödelfatz, den Adolf Hitler, seinen Onkel, wenn auch nur Stiefonkel. Und infolgedessen verschwand er. William Patrick geht 1939 in die USA und verkauft Familiengeschichten an die Presse. Als Neffe des Führers geht er in Amerika auf Vortragsreisen. Sein Onkel habe ihn bedroht, erzählt er. Er musste schreckliche Gewalttaten über sich ergehen lassen und trage den Namen Hitler wie einen Fluch. September 1939, Hitler befiehlt den Angriff auf Polen. Der Zweite Weltkrieg beginnt. Auch viele Verwandte müssen in den nächsten Jahren in den Krieg. Ich bin 43 zum Arbeitsdienst und 44 im Februar nach Cottbus, Division Großdeutschland, eingerückt. Und bin 44 am 27. Dezember um 9 Uhr Vormittag in Gefangenschaft gegangen. In die amerikanische, in der Eifel draußen. Ein Verwandter Adolf Hitlers kämpft auf der gegnerischen Seite. William Patrick Hitler schreibt dem amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt einen Brief. Er will sich im Krieg gegen Hitler engagieren. Erst nach langen Überprüfungen durch den Geheimdienst wird er schließlich in die US Navy aufgenommen. Der Neffe Adolf Hitlers erklärt seinem Onkel öffentlich den Krieg. Sein Vater Alois wird ihm das ein Leben lang übel nehmen. As a member of the armed forces, als Mitglied der Armee möchte ich einen Beitrag zur Vernichtung dieses Mannes, meinem Onkel, leisten, der so viel Unheil über diese Welt gebracht hat. April 1945. Deutschland steht vor der Kapitulation. Halbbruder Alois taucht in Hamburg unter. Halbschwester Angela setzt sich nach Süddeutschland ab. Ihr Mann bleibt in Dresden. Schwester Paula wird von den Alliierten gesucht und hält sich versteckt. William Patrick ist amerikanischer Soldat. Adolf Hitler verschanzt sich in seinem Bunker in Berlin. Die Alliierten stehen auf deutschem Boden, befreien die Konzentrationslager. Adolf Hitler sitzt in der Reichskanzlei vor einem Modell der Stadt Linz, wo er plante, seinen Ruhestand zu verbringen. Die Einnahme Berlins steht kurz bevor. Am 30. April heiratet Adolf Hitler die Frau, die jahrelang inoffiziell an seiner Seite gelebt hatte, Eva Braun. Ein Standesbeamter traut sie im Führerbunker. Für wenige Stunden heißt sie Frau Hitler. Dann nimmt sich das Ehepaar Hitler das Leben. Dann geht die Tür auf, da sehe ich den Hitler eingenickt am Tisch mit dem Kopf. Jetzt weiß ich nicht, saß er am Ende der Sofa, wo Eva lag,
Oder war er im Sessel? Das weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht genau sagen. Jedenfalls mit dem Kopf war sie hier, angezogene Knie. Und wie ich dann erfahren habe, damit man mit mir nicht das Gleiche macht wie mit Mussolini, nicht, müssen wir ihn also verbrennen. Mussolinis Leiche war vom aufgebrachten Volk durch die Straßen geschleift und aufgehängt worden. Hitler wollte dem Feind nicht als Beute dienen. Die Leichen von Eva und Adolf Hitler verbrennen nahezu vollständig. Das habe ich ganz normal durchs Radio erfahren. Und nachdem er dann nachträglich erst richtig erfahren hat, die ganzen Judensachen, was da alles vorgefallen ist, das hat mir eigentlich nicht gewusst. Am Berghof schon gar nicht ist drüber gesprochen worden. Aber es war so schrecklich, was man dann erfahren hat, dass mir das Ende Hitlers nicht mehr leid getan hat, das ist ganz logisch. Und Eva Braun ist ganz bewusst mit ihm in den Tod gegangen. Die hätte sich, glaube ich, gar nichts anderes vorstellen können. Der Krieg ist vorbei. Hitlers Verwandte haben Schicksale wie Millionen andere. Neffen, Großneffen und Großcousins von Adolf Hitler sind gefallen oder in Gefangenschaft gekommen. Eine entfernte Cousine wurde als geisteskranke Opfer der Euthanasie. Sie wurde vergast. Seine Schwester Paula hatte Adolf Hitler kurz vor seinem Tod Geld geschickt. Sie sollte fliehen. Der Hitler hat ihr telegrafiert, sie sollte alles zusammenpacken. Er schickt eine Spedition hin und soll nach Berchtesgaden kommen, wie die Alliierten schon weit unten waren. Aber der Speditionswagen ist nie angekommen. Paula Hitler flieht in eine Berghütte bei Berchtesgaden. Dort wird sie von amerikanischen Soldaten verhaftet. Im Verhör glorifiziert sie ihren älteren Bruder. In einem britischen Fernsehinterview wiederholt sie ihre Aussage. Her name is Paula Wolf. Let her speak. Als mein Bruder Adolf ungefähr 2 Jahre alt war, schon als Kinder, wenn wir zusammen gespielt haben, war mein Bruder Adolf immer der Führer. Alle machten immer, was er wollte. Er hatte den stärkeren Willen. Sie hat von den, sagen wir mal, von den negativen, bösen Taten ihres Bruders, hat sie mir kaum gegenüber etwas erwähnt. Ob sie das auch alles wusste, ist mir nicht bekannt. Also ich habe sie auch darauf nicht angesprochen, weil mir das selbst damals in der damaligen Zeit noch gar nicht so bewusst war, was alles für Verbrechen begangen worden sind. Das wurde erst später doch auch uns erstmal richtig klar. Davon hat sie nichts erzählt. Sie hat ihren Bruder geliebt, als älteren Bruder, der sie versorgte und der sie auch betreute. Aber von seinen negativen Taten hat sie mir nie etwas Größeres erzählt. Im Waldviertel suchen sowjetische Soldaten nach dem Krieg nach Familienangehörigen Hitlers. Die Enttäuschung der Russen war natürlich groß, dass Hitler und Eva Braun, die war ja weniger wichtig, dass er sich das Leben genommen hat und dass sie noch nicht mal dann die Leiche richtig gefunden haben. Die war ja doch zum Großteil verbrannt. Und in ihrer Frustration haben sie dann gesagt, dann brauchen wir wenigstens eine Familie. Nur hatte er keine Frau, er hatte keine Kinder, es gab ja niemanden. Bei der Suche stoßen die Soldaten auf Cousinen und Cousins Adolf Hitlers, die Kinder seines Onkels Anton. 5 Verwandte werden verhaftet und in ein sowjetisches Straflager gebracht. Nur einer kehrt nach 10 Jahren zurück. Paula Hitler findet in der Nähe vom Obersalzberg eine kleine Wohnung. In der Nachkriegszeit wurde sie ja nur diskriminiert im Prinzip, gell? Keiner wollte doch mit ihr noch was zu tun haben und von sämtlichen Ämtern. Sie lebte ja praktisch von der Fürsorge, hatte weder noch Geld noch irgendetwas und lebte von der Fürsorge. Ich habe sie auch als Fürsorgepatientin behandelt. Sie kriegte ja kein Geld mehr. Sie kam auch nicht an die Erbschaft. Tja. Sie war arm wie eine Küchenmaus, wie man so schön sagte, gell? Und da haben es die frühen Freunde vom Hitler und so, die haben es dann immer ein bisschen unterstützt. Ihr Lebenswille war irgendwie von Anfang an ein bisschen gebrochen. Sie litt unter den ganzen Drama der Nachkriegszeit doch entsprechend.
Die Behandlung war an für sich nicht sehr schwerwiegend. Sie war schon recht gebrechlich im Allgemeinen. Sie war eindeutig vorgealtert, die Frau, ja. Also nicht wie eine normale 60-jährige Frau in der heutigen Zeit. Sie war vorgealtert, sie wirkte wie eine 80-jährige mindestens heutzutage, gell? Sie schrieb mir da noch einen Brief, in dem sie sagte, nun habe ich endlich den Erbschein bekommen und kann ein sonniges Leben weiterführen. Und ist dann im Juni, am Anfang Juni ist sie eingeschlafen praktisch, am Herz- und Kreislaufversagen. Paula Hitler stirbt 1960. Das Erbe konnte sie nicht mehr antreten. Der Wert des Erbes betrug ungefähr 10 Millionen Euro. Tantiemen aus dem Verkauf von Mein Kampf. Wenige Jahre vor ihrem Tod hatte Paula den Namen Wolf abgelegt und sich wieder Hitler genannt. Alois Hitler hingegen hat sich in Hiller umbenannt. Von den britischen Behörden war er als unbelastet eingestuft worden. Bis zu seinem Tod in den 50er Jahren lebt er in Hamburg und sympathisiert mit der rechtsradikalen NPD. Nach dem Krieg hatte er genügend Geld, um wieder ein Lokal zu eröffnen. Und ich habe Alois gefragt, Anfang der 50er Jahre, ob er was bekommen habe, und der hat es abgelehnt. Möglicherweise auch aus Schulden, aus Geschäftsgründen. Der war dem Finanzamt Hamburg gegenüber verantwortlich, und wenn er was bekommen hat, wollte er das verheimlichen. Angela Hamitsch, geborene Hitler, wird nach kurzem Verhör 1945 freigelassen. Sie stirbt 4 Jahre später in Hannover. Ihr Mann, Martin Hamitsch, hatte sich bei Kriegsende erschossen. In Linz lebt heute ein Enkel von Hitlers älterer Schwester Angela. Erbe ist im Augenblick Peter aus Linz. Der ist aber ablehnt, mit der Erbschaft überhaupt etwas zu tun zu haben. Und er sagt, er wolle sie auch nicht. William Patrick Hitler nahm auch eine neue Identität an. Er stirbt 1987. Seine Nachkommen leben heute in New Jersey. Obwohl ihm von amerikanischen Journalisten viel Geld geboten wurde, hat sich keiner von ihnen je öffentlich über Adolf Hitler und seine Familie geäußert. Adolf Hitler hatte sich in seiner Führerrolle zu einer Kunstfigur ohne Herkunft und Verwandtschaft stilisiert. Je höher er stieg, umso mehr hat er seine familiären Bindungen gelöst. Vielleicht ermöglichten der Verzicht und die Verleugnung der Familie sogar erst das Ausmaß der Verbrechen Hitlers. Die Verwandten hatten teils große Hoffnung mit dem Aufstieg Adolf Hitlers verbunden. Letztendlich erging es ihnen wie Millionen anderen, die bedingungslos hinter dem Führer standen.